Hallo meine Lieben, ganz leckere Schokotoffees mit zwei Zutaten, Backkakao und gezuckerte Kondensmilch. Wir beginnen damit, dass die Kondensmilch in einem Wasserbad erhitzt wird und schön flüssig wird. Dann schütten wir dieses in eine Schüssel und da sieben wir jetzt den ganzen dunklen Backkakao rein. Ich würde es in zwei Rationen teilen, dass es schön fein reingesiebt wird. Und dann kann man auch schon beginnen. Ich habe einen Spachtel genommen, einen Backspachtel und habe das alles schön vermischt. Und da könnt ihr schon ein bisschen rühren, 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 bis es irgendwann mal eine schöne, dunkle, braune Knetmasse wird. Kostet ein bisschen Armkraft. Aber umso besser ist das Ergebnis. Dann sieht es irgendwann mal so aus wie ganz dunkle Knete. Ja, es ist schön hart, aber immer noch so, dass man schön damit kneten kann. Ihr könnt euch Handschuhe anziehen, sonst sind die Hände so dunkel. Dann legt ihr es hin und rollt eine kleine Rolle oder auch Wurst daraus. Und schaut, dass ihr ein scharfes Messer habt, damit ihr dann aus dieser Wurst kleine Teile machen könnt. Und ihr könnt sie natürlich auch noch kleiner machen, weil die sind schon echt sehr mächtig und lecker. So, dann noch ein bisschen dunklen Backkakao in eine Schüssel, kleine Rollen oder kleine Kügelchen formen und da rein. Hinterher, wenn sie alle fertig sind, nochmal schön durchrütteln, dass sie alle von allen Seiten mit Backkakao bedeckt sind. Und so sehen sie dann aus. Dann könnt ihr die schön in diese Form machen, in den Kühlschrank. Halten sie dann wirklich auch mindestens eine Woche, wenn sie so lange halten, weil sie wirklich sehr, sehr lecker sind. Meine Empfehlung, nicht sofort eins auf einmal essen, sondern teilt euch dies, weil es wirklich sehr mächtig ist, also sehr schokoladig, erinnert an diese Schokotoffees von Storch, glaube ich. Unheimlich lecker, die Konsistenz, die sind schön weich und unheimlich schokoladig. Wenn man mal drauf drückt, ihr seht, die Konsistenz schön weich. Also bitte nicht ganz in den Mund stecken. Sie sind unheimlich lecker. Guten Appetit!